So, ich probiere es nochmal, jawohl. Das zweite Lied, was wir für euch mitgebracht haben, ist von Anfang der 80er Jahre, aber immer noch hochaktuell, was sich auch schon daran zeigt, dass wir an dem Text eigentlich nur eine Zeile ein klein bisschen verändert haben. In dem Text geht es um Widerstand in Köln, in der Kölner Südstadt gegen ein dortiges Sanierungs- und Modernisierungsprojekt. Da sollte das Stollwerk abgerissen werden und viele Situationen, die da beschrieben werden, kennt ihr vielleicht auch, wenn der städtische Vertröstungsmacker vor euch steht und sagt, also was stellt ihr euch eigentlich so an? Modernisierung läuft halt so und eine Sache sowieso, die Zukunft haltet auch ihr nicht auf. Ich an seiner Stelle werde ein bisschen vorsichtig, denn wir werden jeden Tag immer mehr. Keine Einsicht appelliert. Modernisierung läuft halt so. Und da ist sowieso die Zukunft haltet ihr nicht auf. Ich bin immer sehr geträgt von Weitblick, von Perspektive und von Fortschritt. Mit der Zeit gehen muss. Erzählt, dass alles nicht perfekt geplant wäre. Und deshalb gäbe es jetzt auch kein Zurück mehr. Und dass du jetzt verschwinden sollst. Es wäre möglich sein, dass er jetzt seine Pflicht tun muss. Doch seine Geduld du kriegst gleichzeitig Angst und Not. So denkst du doch, du schon einen Punkt warst, an dem du immer wieder nachgabst. Jetzt spürst du nur noch Ekel und deine Wut. Denkst, was ist los mit mir? Denn so wie die neben dir, hast du jetzt die Nase voll und bleib still. Die neben dir sind Männer und Frauen, die lassen sich nicht mehr versauen. Die wollen nicht mehr nur stinkig sein. Die halten nicht zur Stelle und warten. Die lassen sich nicht mehr verladen. Die wehren sich jetzt. Wir müssen uns ein. Wir werden immer mehr, hoffentlich immer mehr, denn nur so halten wir sie auf. Wir werden immer mehr. Immer mehr, wenn wir so halten, wir sehen.
uns jetzt alle vorne treffen werden zum gemeinsamen Demonstrationszug. Jetzt ist nur noch zwei Dinge, die ich auch noch loswerden möchte. Zum einen wird am 12. Juni eine große Demonstration stattfinden, Gewerkschafterinnen gegen Stuttgart 21. Wir treffen uns am 12. Juni um 10 Uhr zum Auftakt in der Lautenschlagerstraße. Es werden prominente Redner da sein, unter anderem Roland Hamm, erster Bevollmächtigter der IG Metall Aalen und Schwäbisch Schmidt, den kennt ihr alle. Dann haben wir den Rapper Holger Börner, das ist jetzt nicht unbedingt Politiker, aber auch sehr wichtig. Als weitere Redner werden da sein Nico Landgraf vom DGB Baden-Württemberg und Frank Zirske, Verdi Bundesvorsitzender. Und jetzt, lieber Gandolf, wir müssen noch einen kleinen Moment warten. Die beiden jungen Leute vom Bildungsstreik sind da. Ich bitte euch auf die Bühne. Lasst euch kurz.